Tschüss, ihr Süßen. Mama und Papa gehen jetzt in die Kirche. Der neue Pastor ist ganz, ganz nett. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Ja, denn die Kirche gehört einfach zu Heiligabend dazu, wie Herr Anwalt zu TikTok. Und damit wir uns verstanden haben, die Switch bleibt außen, die Geschenke werden nicht angerührt. Weil sonst geben wir die an die armen Kinder. Die wollen ja auch was haben, ne? Ja. Komm, André, wir müssen los. Sonst kriegen wir keine guten Plätze mehr. Du weißt doch, wie ich das Krippenspiel liebe. Und die Romantik da drin. Ey, komm, hör schon wieder auf, so viel zu labern. Weißt du, wenn du wieder so viel laberst, dann kommen wir wieder zu spät und bekommen wirklich keine Plätze mehr. Boah, müssen Eltern immer so cringe sein? Naja, zum Glück sind wir jetzt los. Naja, nur für eine Stunde. Echt? So wenig? Na, da hätten wir auch mit in die Kirche gehen können und den neuen Pastor angucken können. Ich find's gut, dass wir hier geblieben sind. Ist doch seit 12 Jahren dasselbe. Okay, du hast recht. Aber was machen wir jetzt? Naja, Fernsehen nicht. Wenn Papa das rausfindet, dann wird der Fuchs teufelswild. Naja, meinst du? Also letztes Jahr haben wir Mama rumgekriegt und Papa, das wird schon. Es ist Heiligabend, die riskieren bestimmt keinen Streit, aber wir könnten ja... Wir könnten so lange schon mal dieses Geschenk auspacken. Nein, du wirst dieses Geschenk jetzt nicht auspacken. Und was ist denn das? WTF, was ist das hier? Ich schätze mal einen Tisch mit Lichtern. Habt ihr irgendwie eine Macke? Hier steht doch drauf. Time, Machine, Made in Germany. Ja, das heißt Time Machine, Made in Germany. Naja, auf jeden Fall, hier sind ja tolle Knöpfe. Was ist hier passiert? Ich glaube, das war doch eine Zeitmaschine. Ach, was du nicht sagst. Aber wenn es wirklich eine Zeitmaschine ist, in welchem Jahr befinden wir uns? Hier steht eine 0. Woher soll ich denn das wissen? Vielleicht sollten wir die Frau da hinten fragen. Ja, die sieht irgendwie sympathisch aus. Aber auch beschäftigt. Maria, Friede sei mit dir. Ich habe eine tolle Botschaft zu verkünden. Wer bist du denn? Fürchte dich nicht. Du wirst dein Kind zur Welt bringen und es Jesus nennen. Aber... wie kann das sein? Ich habe doch gar keinen Mann. Maria, vertraue auf Gott, denn bei ihm ist nichts unmöglich. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind in die Vergangenheit gereist, zu Jesus' Geburt. Dann war das gerade wirklich Maria, die erfahren hat, dass sie schwanger ist? Ich glaube schon. Aber warum sah die so aus wie ich? Keine Ahnung. Vielleicht ist es so ein Zeitreiseding. Da kommt mir gerade ein Gedanke. Wir dürfen nicht in die Zeitlinie eingreifen. Sonst könnte es sein, dass Jesus überhaupt nicht geboren wird. Oder irgendwas Schlimmeres passiert. Du hast recht. Dann lass uns schnell abhauen, bevor wir hier irgendwas kaputt machen. Au! Wir wurden wieder richtig durchgeschüttelt. Und wo sind wir jetzt? Ich glaube, die Zeit ist die gleiche. Aber wir sind nun in einer Stadt. Und ich glaube, ich weiß auch schon in welcher. Wir können das gleich aufgeben. Das wird doch eh nichts mehr. Wir müssen was finden. Ich werde dich nicht das Kind hier auf der Straße bekommen lassen. Noch eins. Lieber Wirt, siehe, meine Frau ist schwanger. Hast du eine Herberge für uns? Eine Herberge habe ich nicht. Aber ich könnte euch noch einen Stall geben. Nein, doch nicht. Ein Stall ist schon okay. Besser als nichts. Das ist die Stelle, wo Maria und Josef in Bethlehem nach einer Herberge suchen. Das ist ja genau wie in der Weihnachtsgeschichte. Toll. Wie gut du wieder am Konfi-Unterricht aufgepasst hast. Aber das bringt uns nicht weiter, denn wir sind immer noch in der Vergangenheit. Gib her, ich mach das jetzt. Na toll, alles dunkel. Dankeschön. Naja, vielleicht sind wir an den Anfang der Zeit gereist, wo es überhaupt noch nichts gab. Das glaube ich nicht. Es fühlt sich hier noch alles ziemlich nach Erde an. Aber wo sind wir? Und dann sagte der Hirte zum Schaf, ich bin noch kein Milchmäscher. Verstehst du? Wegen Mäh. Schlechtes Publikum. Fürchte dich nicht. Ich verkünde dir große Freude. Oh Gott, was ist das denn? Euch ist heute der Retter geboren. Die werden ihn finden, in einer Krippe im Stall. Wie krass ist das denn? Komm, Schaf, wir müssen los. Ja, wow, wir sind gerade auf dem Feld, wo der Hirte gerade von Jesus erfährt. Steht in der Bibel nicht, dass es mehrere Hirten waren? Ist wahrscheinlich wieder so ein Zeitreisending. Aber wir müssen hier schnell weg, sonst machen wir wirklich alles kaputt. Wissen wir es
mal geschafft haben. Glaubst du wirklich? Oh. Okay, das war das letzte Mal. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir nach Hause kommen. Aber fehlt da vorne nicht irgendwas? Was denn? Ist doch alles da. Maria, Josef, der Hirte. Die drei Könige fehlen. Was ist, wenn wir die irgendwie vertrieben haben? Das wäre schlecht. Weil, wenn das jetzt wirklich so wäre, dann könnte es sein, dass die Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht mehr existiert. Warte mal. Hast du noch das Geschenk, was du ihr vorhin weggenommen hast? Ja. Aber da ist nur ein Stück Seife, Räucherkerzen und ein goldener Kugelschreiber drin. Was hast du denn damit vor? Ihr wollt doch nicht etwa. Seid gegrüßt, holde junge Frau und heilige Familie. Wir sind Weisen aus dem Morgenland und haben Geschenke für den Heiland. Waren das nicht eigentlich Männer? Ich glaube, die sprechen kein Deutsch. Willst du mit Weihnachten retten oder nicht? Ja, okay. Hey Maria, die so aussieht wie ich, hier sind Geschenke für deinen Sohn. Seife, Weihrauchkerzen und ein goldener Stift. Keine Ursache. Wir sollten jetzt schnell los. Alle die Beine dran? Ja. So, jetzt aber nichts wie nach Hause. Puh, das haben wir geschafft. Gerade noch mal gut gegangen. Ja, schon. Aber warum haben unsere Eltern eine Zeitmaschine? Ich hoffe, ihr habt euch schön gelangweilt. Ich glaube wohl nicht. Sie haben unseren neuen Esstisch ausgepackt. Die scheinen wir uns nicht mehr erwartet zu haben. Nein, das war ganz anders. Das ist kein Tisch, das ist eine Zeitmaschine. Genau, wir waren in der Vergangenheit bei Jesus und haben die ganze Weihnachtsgeschichte miterlebt. Ja, natürlich habt ihr das. Wenn ich mir die Beulen an eurem Kopf so angucke, scheint euch auch nicht verletzt zu haben beim Spielen. Abmarsch ins Bett. Oh mein Gott. Ernsthaft an Weihnachten. Ach, wir hätten sie wohl doch lieber mit zum Krippenspiel mitnehmen sollen. Ja, die Prinzessin im Fomorumland war dieses Jahr so gut besetzt. Ah, und außerdem hier, der näherliche Weihnachtsstift und frohe Weihnachten.